Da laufen gerade die Aufbauarbeiten, deshalb eben hier auf dem Trainingszentrum. Die erste Trainingseinheit, die sollte eigentlich um 15 Uhr bereits starten, aber Markus Anfang, der neue Coach, nimmt sich anscheinend ein bisschen mehr Zeit. Heute sozusagen der erste Kontakt Gesicht zu Gesicht mit der Mannschaft, wird dann eine etwas längere Antrittsrede halten. Noch ist nichts zu sehen, aber wir können ja mal rumschwenken, lieber Jörg. Das Trainingszentrum hier ist sehr gut gefüllt. Die ersten Fans, die kamen so 13:30, 14 Uhr, also schon anderthalb Stunden vor dem öffentlichen Auftritt der SG Dynamo Dresden. Schätze mal, sind so 500, 600 Fans mit hier, auch einige Journalisten. Wir stehen hier extra in so einem abgegrenzten Bereich mit ein paar anderen Kollegen von den Zeitungen und von den Online-Medien. Die zücken auch gerade ihre Fotoapparate, da geht es ums erste Bild. Ja, wir sind mal gespannt, wer heute alles mit aufläuft bei Dynamo Dresden. Gibt ja große Fragezeichen, viel Spannung bei den Fans. Christoph da Ferner, 13-Tore-Mann aus der letzten Saison, hat noch einen gültigen Vertrag. Aber es wird da viel gemunkelt, dass er vielleicht zu Nürnberg wechselt. Ähnlich ist es bei Königsdörfer, 5 Tore, 5 Vorlagen in der letzten Saison. Also die beiden treffsichersten Stürmer der SG Dynamo Dresden haben noch Vertrag, aber sind heiß umworben, Königsdörfer beim HSV. Das alles werden wir später klären, wenn Ralf Becker, der Sportchef, zu uns kommt. Der hat sich angekündigt, nimmt sich ein bisschen Zeit. Dann werden wir natürlich auch ein bisschen mit den Fans reden, die hier wirklich zahlreich erschienen sind. Dann gucken wir uns das Training an. Ich kann Ihnen schon ein bisschen erzählen, wie es ablaufen wird. Es wird am Anfang natürlich eine kleine Erwärmung geben. Dann wird es ein paar Spielformen mit Ball geben und zum Abschluss einen Kraftkreis. Das haben sich Markus Anfang und sein Co-Trainer Florian Junge ausgedacht. Als erste Trainingseinheit sind so 60 Minuten anberaumt, also ist eher ein lockerer Aufgalopp bei tollem Wetter. Wir haben so 25, 26 Grad und ich schaue immer mal hinter. Pünktlichkeit, eigentlich sollte es 15.12 Uhr losgehen. Aber noch ist keiner zu sehen. Ja, was ich Ihnen auch verraten kann, ist, dass heute einige Spieler verletzungsbedingt fehlen werden. Yannick Stark, der Mann im defensiven Mittelfeld, der ist in Darmstadt, unterzieht sich da einer Reha nach seiner Sprunggelenksverletzung im Relegationsspiel. Ja, Jörg, ich habe es gesehen, ich höre das Klacken der Stollen. Und da kommt die Mannschaft, die Drittligamannschaft von Dynamo Dresden. Da sehen wir vorne Paul Will, der Mann mit den roten Haaren. Batista Meyer trägt die Bälle und auch die anderen Akteure. Königsdörfer ist mit dabei. Auch Kammerbauer, der neue Innenverteidiger, den kann ich gut erkennen. Da hinten kommt auch Markus Anfang. Genau, da ist Markus Anfang. Jörg, kannst du mal draufhalten. Ganz am Ende kommt da reinmarschiert. Davor Sven Müller. Der neue Torwart, gekommen vom Halleschen FC. Und dann sag mal hallo, Herr Anfang. Und dahinter kommt sein Co-Trainer Florian Junge. Und dann sehen wir auch, Heiko Scholz ist natürlich wieder mit dabei. Der Mann mit den langen, graumelierten Haaren und dem perfekt frisierten Bart. Jörg, den hast du drauf, oder? Heiko Scholz wird hier also auch weitermachen. Hat ja schon unter Schmitz und Capretti gearbeitet, wird also auch das Trainerteam weiter verstärken. Da gab es gar keinen Zweifel, hat ja auch noch einen gültigen Vertrag. Und dann wird die Erwärmung sicherlich gleich losgehen, sind viele Bälle im Spiel. Erstmal so ein bisschen Kontakt wieder aufbauen. Die meisten haben ja schon seit gut 3 Wochen nicht mehr gegen den Ball getreten. Es gab an den letzten beiden Tagen sogenannte sportmedizinische Untersuchungen im Universitätsklinikum. Da war alles dabei, da wurden die Spieler durchgecheckt von Kopf bis Fuß. Da war ein Augentest mit dabei, das ist obligatorisch, aber auch EKG, Laktattests und natürlich auch Sprung- und Krafttests. Tim Knipping, der Kapitän, hat erzählt, also das ist sowas, worauf man als Fußballer gerne verzichten könnte, musste schon um 6 aufstehen, um seinen Job da anzutreten im Uniklinikum. Aber das gehört dazu, das ist wichtig, dass die Daten erfasst werden. Markus Anfang und sein Trainerteam, die wollen die auswerten, damit sie gucken können, wie steuert man ein Training, wer ist in welchem Zustand, wen kann man wie belasten. Deshalb sind Trainingsdaten
bzw. diese leistungsdiagnostischen Daten extrem wichtig. Das machen auch andere Vereine beim Halleschen FC, da war gestern Trainingsauftakt, die haben das auch schon hinter sich absolviert, die waren sogar noch beim Zahnarzt. Bei Dynamo Dresden ist das sozusagen auch geplant, das läuft aber nebenbei, weil ja auch viele Verletzungen von Zehen ausgehen. So, dann werden die Tore hingestellt, sehe ich gerade, es wird alles ein bisschen vorbereitet für die ersten Übungen mit Ball, dauert aber noch ein bisschen und ich war vorhin stehen geblieben bei den Spielern, die heute nicht mit dabei sein können. Yannick Stark hatte ich angesprochen, der laboriert noch an seiner Sprunggelenksverletzung aus dem Relegationsspiel gegen Kaiserslautern, macht eine Reha in Darmstadt, dann ist Luca Herrmann auch nicht mit dabei, der hat noch Knieprobleme, ist in Freiburg in seiner Heimat unten im Breisgau, macht da eine Reha. Genauso wie Michael Akoto, der macht ein individuelles Training, vielleicht sehen wir den nachher mal auf einem Nebenplatz, der ist noch nicht ganz fit, reicht noch nicht fürs Mannschaftstraining. Und der vierte im Bunde, der heute nicht mit dabei ist, ist Julius Hoffmann aus der U19, ein Sturmtalent. Der ist auch noch verletzt, kann also nicht mittrainieren. So, und wir hatten vorhin die Fans angesprochen, lieber Jörg. Und ich würde vorschlagen, wir setzen uns jetzt mal leicht in Bewegung. Denn Ralf Becker, der Sportchef, ist noch nicht da. Und wir gehen einfach mal Richtung Tribüne, liebe Zuschauer. Und ich möchte Ihnen zwei Menschen vorstellen, beziehungsweise einen Papa und seinen Sohnemann. Und das Besondere, Sie kommen aus Mannheim. Wir haben Andreas, richtig? Richtig. Hallo erstmal. Hallo. Und Noah, ich grüße dich. Hallo. Jetzt fragt sich jeder, Mensch, ihr kommt aus Mannheim extra zum Training oder was ist die Geschichte dahinter? Das ist nicht ganz richtig. Die Oma kommt aus Dresden, wir sind die ganze Woche hier. Wir haben Ferien gerade. Ach so, okay. So, der Sohnemann Noah, 10 Jahre alt, ist im Dynamo-Trikot. Du bist richtig Dynamo-Fan. Wie äußert sich das? Guckst du dir jedes Spiel an? Also ich kann mir ja nicht jedes Spiel angucken. Manchmal haben wir auch Videoanruf gemacht und der Opa hat es dann auf Sky dann gefilmt für mich. Aber das Gute ist ja, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, ja, ab sofort spielt Dynamo Dresden in der dritten Liga. Kannst du im MDR die Live-Spiele schauen, kannst du nicht mehr sozusagen, brauchst du nicht mehr mit dem Opa telefonieren. Ja. Wie kommt es, dass du Dynamo-Fan bist? Einfach weil ich fand den Verein gut und Oma und Opa wohnen in Dresden und deswegen fand ich das ideal. Wie muss ich mir den Tag vorstellen, als Dresden abgestiegen ist? Wie sehr hast du da getrauert? Sehr. Hast du geweint? Ja. Und ist jetzt schon wieder so ein bisschen Aufbruchsstimmung da, so ein bisschen Euphorie? Ja. Okay, alles klar. Das ist ein ganz schwieriger Tag gewesen. Der Opa ist nämlich Kaiserslautern-Fan. Ja, der ist Pfälzer. Um Gottes Willen, was war denn da im Wohnzimmer los? Ganz schwierig, sie haben sogar zusammen geguckt. Ja. Das heißt, aber konnte ich dein Opa wenigstens ein bisschen trösten? Also ja, er ist auch nicht ganz froh über den Aufstieg wegen mir, weil ich dann traurig bin. Ach so, naja, aber vielleicht kann ja Dynamo Dresden das nachholen. Sind ja vor 2 Jahren auch mal aufgestiegen oder auch aufgestiegen in die zweite Liga. Was traust du dieser Mannschaft zu, so als kleiner Experte? Viel. Viel. Hast du irgendeinen Spieler, den du jetzt beim Training mal besonders im Auge hast? Königsdörfer. Ja, da weißt du ja, der ist ja heiß umworben vom Hamburger Sportverein, hat ja noch Vertrag, aber wenn das Ablösesümmchen stimmt, dann könnte er vielleicht Dynamo Dresden verlassen. Allerdings, man weiß es nicht, ne? Ist schwer für dich einzuschätzen, oder? Mhm. Genau, dann sage ich erstmal vielen Dank, Noah, dass du dir Zeit genommen hast. So, und Dynamo-Fan oder Waldhof-Mannheim-Fan? Weder noch, ehrlich gesagt. Ich bin da relativ neutral. Alles klar. Gut, dann wünschen wir eine schöne Zeit beim Training und wir begeben uns mal zurück auf Position, denn Ralf Becker dürfte bald kommen. So, jetzt müssen wir mal schauen, ob wir ihn schon sehen. Nee, dauert noch einen Moment. Vielleicht nutzen wir die Möglichkeit und schauen da hinten mal auf die Spieler. 6 Neuzugänge sind ja heute mit dabei. Extern, wir können sie ja mal alle durchgehen. Erstmal vom Namen, nachher wollen wir sie Ihnen noch ein bisschen näher vorstellen. Das sind im Tor Sven Müller und Triljica, die beiden Neuen. Der eine kam vom vom Halleschen FC, nicht vom HSV. Der andere kam von der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund. Ebenfalls neu für die Abwehr ist Kammerbauer, hat einen langen Vertrag bekommen bis 2025.
2026 sogar. Claudio Kammerknecht heißt er, nicht Kammerbauer, Claudio Kammerknecht soll die Abwehr verstärken. Ein Spieler mit viel Entwicklungspotenzial. Und dann haben wir noch neu drin, ebenfalls vom Halleschen FC, Jan Scherbakowski. Ganz junger Mann, Offensivkraft, dribbelstark, wendig. Hat die letzten 3 Spielzeiten beim HFC absolviert, hat sich jedes Jahr deutlich verbessert. Und er soll die Offensive beleben bei Dynamo Dresden. Und dann haben wir noch neu, lassen Sie mich ganz kurz auf meine Aufzeichnungen schauen. Jonathan Meyer, der kehrt zurück, gehört ja schon zur Aufstiegsmannschaft in der Saison 2020-2021. Haben wir alle, Jörg? Alle 6 Neuen, waren das jetzt 6? Ne, einen haben wir vergessen und der ist ganz wichtig, Stefan Kutschke. Wenn der Name hier erklingt, war vorhin auch schon Gesprächsthema bei der Journalie, dann schlagen viele Dynamo-Herzen höher. Er ist ja geboren in Dresden. Stefan Kutschke kommt jetzt aus Ingolstadt, hat einen 2-Jahres-Vertrag erhalten und er ist ja auch einer der Aufstiegshelden von 2016. Danach hat er auch in der zweiten Liga sehr gut performt, hat, glaube ich, 16, 17 Tore erzielt, war der beste Dynamo-Torschütze in der zweiten Liga. Stefan Kutschke, dann ging sein Wechsel Richtung Ingolstadt. Das haben ihn einige krumm genommen, war aber damals ja so die Konstellation, dass er beim ersten FC Nürnberg unter Vertrag gewesen war und hatte nicht so den großen Einfluss darauf, wo es für ihn hingeht. So, schauen wir mal, ob sich noch jemand ankündigt. Nee, erstmal nicht. Wir können ja mal, lieber Jörg, schauen, da stehen ja vorne die beiden Co-Trainer. Da haben wir Heiko Scholz und wenn ich das aus der Entfernung richtig sehe, der Co-Trainer von Markus Anfang. Das ist Florian Junge, ist jetzt ein bisschen verdeckt. Ich muss mal auf den kleinen Bildschirm schauen, ob es der Co-Trainer ist, Florian Junge. Jetzt die 3 Trainer nebeneinander. Ja, da sehen wir beide, alle 3 Trainer jetzt nebeneinander. Markus Anfang, genau. Und Florian Junge, wir bleiben bei dem Mann in der Mitte. Florian Junge hat ja schon seit geraumer Zeit mit Markus Anfang zusammengearbeitet. Die beiden kennen sich von Bayer Leverkusen, waren zusammen in Köln, in Darmstadt und zuletzt auch in Bremen. Florian Junge hat selbst auch den Fußballlehrer gemacht und begleitet also Markus Anfang schon seit vielen Jahren. Und wenn wir einmal über Markus Anfang reden, dann können wir auch ein bisschen konkreter werden. Jörg, vielleicht kannst du ihn noch mal scharf stellen, den Trainer, der sich jetzt wegbewegt, verfolgt wird von Heiko Scholz, Markus Anfang. Da gab es ja großen Wirbel um seine Verpflichtung, werden Sie alle mitbekommen haben. Ist ja gefeuert worden bei Werder Bremen durch einen Impfskandal, weil er einen Impfpass gefälscht hat. Wurde dann vom DFB bestraft, musste eine Geldstrafe blechen, 30.000 Euro. Dazu kam eine Berufssperre von einem halben Jahr und just als die abgelaufen war, hat er sich als neuer Trainer hier vorgestellt bei der SG Dynamo Dresden. Ralf Becker hat das mehrmals angesprochen, der Sportchef, dass sie da lange überlegt haben, weil sie genau wissen, dass so eine Personalie für viel Wirbel sorgen kann. Gerade Markus Anfang, Sperre gerade abgelaufen und dann schon ein neuer Job. Aber zur Wahrheit gehört auch, und das sagen hier viele, dass es durch diese Sperre gar nicht möglich gewesen wäre, einen Trainer dieses Formats, so wird es immer ausgedrückt, hierher an die Elbe zu holen. Man muss wissen, Markus Anfang hat erfolgreiche Arbeit geleistet beim 1. FC Köln, hat die Mannschaft damals nach dem Abstieg übernommen, sollte sie zurückführen in die Bundesliga, wurde aber kurz vor dem Aufstieg, da war der Aufstieg den Kölnern auch nicht mehr zu nehmen, entlassen. Das Gleiche sollte er bei Werder Bremen schaffen, dann kam der Impfskandal dazu. Bremen war ja da auch letzte Saison abgestiegen in die zweite Liga. Und ein Aufstieg ist ihm geglückt als Profitrainer, das war mit Holstein Kiel. Und genau aus der dritten Liga, in der sich Dresden jetzt befindet, ist er damals mit Holstein Kiel aufgestiegen in die zweite Bundesliga. Markus Anfang hat sich ja mehrfach geäußert zu der Thematik, hat seinen Fehler mehrmals bereut, hat das immer wieder angesprochen, hat auch gesagt, dass er alle verstehen kann, die ihn diesen Fehler nicht verzeihen. Aber so ist jetzt so mitbekommen aus dem Umfeld, es soll so ein kleiner Haken hinter diese Geschichte
gesetzt werden. Wir können auch noch mit Ralf Becker drüber reden, wie das aussieht, wenn sich möglicherweise im Herbst die Corona-Lage ein bisschen verändern sollte. Er ist ja nach wie vor ungeimpft, Markus Anfang. Aber das soll es jetzt erstmal gewesen sein zu diesem Thema. Jörg, lass uns mal ganz kurz rüberschauen auf diesen Nebenplatz. Da sehen wir Michael Akoto, wie wir angekündigt haben, im Individualtraining, der Innenverteidiger, der bei Dynamo Dresden die Nummer 3 letzte Saison getragen hat. Wird hier ein bisschen fit gemacht. War ja mit 29 Spielen, 29 Einsätzen letzte Saison, einem Tor und einer Vorlage gut dabei, hat mehrere Positionen bekleidet, war also mal auf der Innenverteidigerposition unterwegs, im defensiven Mittelfeld oder auch als rechter Verteidiger. Drüben sehen wir die Spieler nach wie vor bei Erwärmungsübungen unter dem scharfen Auge von Heiko Scholz, der da die Anweisungen gibt. Und das ist auch eine ganz lustige Anekdote. Markus Anfang war mal Spieler unter Heiko Scholz, damals bei Bayer Leverkusen. Und jetzt ist er sein Chef. Wollen wir mal schauen, wie sich das sozusagen entwickelt, ob sich da vielleicht was aufgestaut hat, was er jetzt ein bisschen ausleben kann. Ja, Markus Anfang, ein Trainer, ich habe es angesprochen, mit viel Erfahrung, war auch als Spieler ganz erfolgreich, hat für Kaiserslautern gespielt, für Duisburg, auch für Energie Cottbus, hatte viele berühmte Trainer, zum Beispiel Ede Geier in Cottbus oder Joachim Löw oder Huub Stevens, also er hat viel mitbekommen, viel Erfahrung und das ist es, worauf Dynamo eben Wert gelegt hat, dass er große Mannschaften wie Köln oder Bremen und jetzt eben auch Dynamo Dresden mit einer großen Erwartungshaltung einfach erfolgreich führen kann. In diesem Fall bei Dynamo Dresden ist es klar, soll der Wiederaufstieg möglichst noch in dieser Saison klappen. So, Rasensprenger ist an. Rasen ist in einem sehr guten Zustand und wir setzen jetzt mal ganz kurz die Kamera aufs Stativ, deshalb wackelt es ein bisschen. Aber wir drehen gleichzeitig zu diesem Livestream noch ein paar Bilder. Heute Abend für die Zusammenfassungen im MDR Fernsehen gibt heute noch mal eine Zusammenfassung bei MDR Aktuell und im Sachsenspiegel mit allen Tönen und Stimmen vom Trainingsauftakt der SG Dynamo Dresden. Deshalb wird Jörg jetzt noch so ein paar Nahaufnahmen machen von den Spielern. Jörg, vielleicht können wir mal die Kamera drehen Richtung hinteres Tor nach links. Also, da ist gerade Torwarttrainer Jeldell im Einsatz mit den beiden Neuzugängen, mit Sven Müller und Driljica. Sven Müller kam vom hallischen FC, hat dort 2 Jahre gekickt, kommt aus einer Sprunggelenksverletzung. Müller jetzt auch gerade im Tor, wenn ich das richtig erkenne. Jetzt gibt es den Wechsel auf Driljica. Also Sven Müller kommt aus einer Sprunggelenksverletzung, hatte sich letztes Jahr im Herbst das Sprunggelenk gebrochen, musste dann ein halbes Jahr ungefähr pausieren, ist dann in den letzten Spielen der dritten Liga beim HFC wieder ins Tor gekommen, beziehungsweise stand erstmal im Kader. Die letzte Partie gegen Wiesbaden, die hat er absolviert, ist ausgebildet beim ersten FC Köln und da gibt es auch die Parallele zu Markus Anfang. Als Markus Anfang Trainer war beim ersten FC Köln, da war Sven Müller aktiver Torwart in der zweiten Mannschaft des FC Köln, ist damals aber nicht an Timo Horn vorbeigekommen. Ein Bundesligaspiel haben sie ihm geschenkt, dem
Sven Müller, sonst war er nur in der zweiten Mannschaft im Einsatz, wurde dann verliehen zum Karlsruher SC, die war nicht so erfolgreich, die Leihe. Und dann ging es eben zum Halleschen FC und in der Zeit, in der er fit war, das kann ich ganz gut beurteilen, weil ich aus Halle komme, hat er sehr gute Leistungen gezeigt, ist ein unglaublich präsenter Torhüter. Jetzt machen wir kurz Pause. Ronny Zimmermann, der Pressesprecher, kommt zu mir und möchte mir was sagen. Alles klar. Wir brechen erstmal die kleine Torhütervorstellung ab. Wir bauen ganz kurz um, denn Ralf Becker kommt jetzt gleich zu uns. Lieber Jörg, wir müssten ungefähr mal 10 Meter nach rechts rucken. Und dann ist Ralf Becker in einer Minute bei uns, der Sportchef von Dynamo Dresden. Freuen wir uns, dass er sich die Zeit nimmt. Deshalb nicht wundern, wenn es kurz wackelt, das Bild. Wir bauen jetzt die Kamera vom Stativ ab. Und Jörg hat so eine spezielle Vorrichtung, dass die Kamera sozusagen über seinem Kopf schwebt. Da ist so ein Seilzug dran und hat so einen spektakulären Bauch-Rückengurt um. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das hier machen, wie du hier durchkommst. Also ich habe es leicht. Ich komme unten durch. Vielleicht können wir das kurz abmachen. Sehr gut aufgepasst von Tino, unserem Tonassistenten. Und da haben wir übrigens Ronny Zimmermann, den Pressesprecher der SG Dynamo Dresden. Daumen hoch. Genau, komm, glaube ich, noch ein Stückchen rüber, lieber Jörg. Er geht jetzt zu Ralf Becker, der steht da, glaube ich, drüben und schaut sich diese erste Trainingseinheit an. Alles gut, ich würde hier rüber gehen, oder? Und dann kann Ralf Becker hier stehen. Der Sportchef geht in seine dritte Saison mit Dynamo Dresden. Und da kommt er jetzt auf uns zugelaufen, auf dem Platz. Das kann ich Ihnen ganz kurz beschreiben. Spielen sich die Kicker ganz locker die Bälle zu. Ungefähr so 20, 25 Meter stehen sie da auseinander. Und dann werden so ein paar Schlagbälle trainiert. Alles sehr locker, keine ganz so große Belastung. So. Und jetzt sind es nur noch ein paar Meter, dann ist Ralf Becker bei uns. So, erstmal hallo und vielen Dank für die Zeit. Handy kurz ausmachen, genau. Es sei denn, es kommt noch ein Transfer, Herr Becker, den können Sie uns gleich mitteilen. Dann können wir das Handy jetzt ausmachen. Können wir das Handy ausmachen. Schon gehabt. Genau, Flachodimos, das können wir gleich nochmal von Ihnen so ein bisschen bestätigen lassen. Der hat verlängert um weitere 2 Jahre. Was hat das für eine Signalwirkung? Ist ja ein Mann, der damals in der dritten Liga unter Kautzinski keine Rolle spielte. Unter Schmidt ist er dann aufgeblüht. Was hat der für eine Rolle sozusagen im neuen Team? Ja, erstmal ist der Panne einer, der sich, glaube ich, auch in der Phase, wo es für ihn schwer war, sportlich hier immer mit der Aufgabe mit Dynamo identifiziert hat. Der, glaube ich, ein hohes Standing bei den Fans hat und auch das Gefühl jedem vermittelt, dass er alles für den Verein tut, hat sich dann leider letztes Jahr nach einer guten Anfangsphase in der zweiten Liga schwer verletzt und kam dann am Ende wieder zurück. Und von dem her war das für ihn gerade zum Ende auch schwierig. Und jetzt hat er mal ein bisschen abgeschaltet, hat mal ein bisschen Urlaub gemacht. Dann haben wir uns in Ruhe zusammengesetzt und haben dann festgestellt, dass wir beide sehr gerne weiter zusammenarbeiten würden. Und dann haben wir es auch schnell zum Ergebnis gebracht. Aktuell steht der Dynamo Dresden bei 17 Abgängen. 6 Neuzugänge, also ein ganz großer Umbruch. Diese Vertragsverlängerung, kann die eine Signalwirkung haben für andere, bei denen Sie noch im Gespräch sind? Stichwort da Ferner, Stichwort Königsdörfer, oder spielt das keine Rolle? Also grundsätzlich sehen Sie ja heute auf dem Platz, es ist natürlich der ein oder andere Junge dabei, aber wir haben eine anständige Anzahl von Spielern. Da werden ja immer so die großen Zahlen 17, die kann man ja dann runter. Also wir haben schon einen guten Stamm an Spielern. Ich glaube, wir haben auch schon eine gute Qualität zusammen, aber wir wissen natürlich selber, dass der ein oder andere noch kommen muss. Durch die Relegation, auch durch das Trainerthema, sind wir vielleicht 1-2 Wochen später dran, wie andere Vereine, das wissen wir, aber wir haben noch genügend Zeit, um einfach in Ruhe das Beste für Dynamo zu finden und dann einfach noch gute Spieler für uns zu gewinnen. Lassen Sie uns ganz kurz auf diese zwei entscheidenden Personalien schauen, Königsdörfer und Taferner, die besten Torschützen der vergangenen Saison. Königsdörfer, 5 Tore, 5 Vorlagen, extrem wichtig. Der HSV hat großes Interesse. Wie muss ich mir gerade die Verhandlungen vorstellen?
ist gar nicht so kompliziert, wie immer irgendwie das alles gemacht wird oder wie mir das geschrieben wird. Die Jungs haben bei uns hier einen Vertrag und sind heute auf dem Trainingsplatz dabei. Und natürlich, es gibt von einigen Zweitligavereinen an den Spielern Interesse. Das ist im Fußball so und jetzt sind sie heute dabei. Gibt es eine Schmerzgrenze, eine finanzielle, wo Sie sagen, wenn die Ablösesumme stimmt, dann kann er gehen? Ja, es gibt verschiedene Faktoren. Das eine ist natürlich die Höhe der Ablöse. Das andere ist natürlich, wir müssen auch dementsprechend schauen, dass wir das dann so gut wie möglich kompensieren können. Und wenn gewisse Parameter zusammenkommen, das sagt jetzt nicht nur ich bei Dynamo Dresden, das wird wahrscheinlich jeder sagen. Fußball sollte man nie sagen, dass irgendwas nicht möglich ist, aber Stand jetzt sind sie dabei. Und ich kenne auch die Jungs, die werden hier alles dafür tun, um maximale Leistung auf den Platz zu bringen. Genauso bei Christoph Daferner, der hat auch noch Vertrag sozusagen. Wenn man jetzt mal so eine Rechnung aufmacht, also mit den beiden, die sind ja in der dritten Liga wirklich Ausnahmespieler, macht es vielleicht den Aufstieg leichter, dann sind sie nächstes in der zweiten Liga, bekommen noch ein paar Millionen mehr Fernsehgeld als jetzt vielleicht eine Ablöse. Ist das eine richtige Rechnung oder macht man so eine Rechnung nicht? Ja, hört sich ganz einfach an. Klar, grundsätzlich ist es einfach, nochmal, es ist so, dass die Jungs jetzt hier dabei sind, dass sie beide natürlich sportlich maximal hochspielen wollen, das kann man ihnen auch nicht verübeln, das ist dann auch die persönliche, aber grundsätzlich sind sie jetzt hier, wir haben unsere Themen, wir müssen schauen, dass wir unseren Kader so gut wie möglich machen und da sind wir dabei, uns jetzt nicht aufzustellen, einfach schauen, welche Spieler gibt es grundsätzlich und dann gibt es zwei Parameter, das ist das, was ich gesagt habe, wir brauchen guten Ersatz und wir brauchen das Geld, dass es sich lohnt, dann, wenn es so sein sollte, einen Spieler abzugeben und da sind wir noch lange nicht dabei und von dem her sind sie hier dabei und das kann auch noch lange so sein. Stichwort neue Spieler. Markus Anfang, Ihr neuer Trainer, wird sicherlich ein großes Netzwerk mitbringen. Hat viel Erfahrung, war überall unterwegs, Bremen, Köln, Darmstadt. Hat das die Tür weiter geöffnet? Also hat man durch so einen Trainer vielleicht auch einmal andere Spieler im Blickfeld, die man vorher nicht hatte? Na, ich glaube jetzt weniger über sein Netzwerk, aber sondern einfach, weil er ja schon überall bewiesen hat, dass er ein erfolgreicher Trainer ist und dass er Spieler besser macht und dass er Mannschaften entwickeln kann. Also ich glaube, das ist natürlich eine Wirkung, die er zweifelsohne erzielt, also dass die Referenzen der letzten Jahre, was den Sport betrifft, ganz klar für ihn sprechen, ist natürlich eine Wirkung, die wollen wir auch so haben. Also ich meine, jetzt sind wir durch den Abstieg, sind wir ein Drittligaverein in einer sehr schwierigen Liga, das wissen wir selber, das haben wir vor 2 Jahren miterlebt. Am Ende hat es dann gereicht, aber wir brauchen natürlich jetzt wieder die Energie nach vorne zu schauen und mit ihm so als Kapitän vorneweg, als Trainer, als sehr erfolgreicher Trainer, glaube ich schon, dass wir da auf jeden Fall mal jetzt da wieder vorangehen und noch das eine oder andere machen müssen und uns dann wieder gut präsentieren wollen. Ein Thema kann man natürlich bei Markus Anfang nicht ausblenden, das ist ein Impfskandal, also auf dem Weg hierher sozusagen. Die Leute unterhalten sich auch noch drüber. Wie ist es für Sie? Ist das noch Gefahr, dass das ein Störfeuer werden kann, dieses Thema, oder ist da für Sie ein Haken dran? Naja, Haken, das ist dann so einfach, kann man sich ja auch nicht machen. Ich denke, wir haben versucht, bei der Pressekonferenz die Themen einfach sehr offen und sehr ehrlich anzusprechen und alle mitzunehmen und das transparent wiederzugeben. Ich habe das Gefühl, das ist ganz gut gelungen und jetzt geht es halt darum, einfach hier zu arbeiten, zu wissen, dass es da einfach eine Geschichte gibt, die wird den Markus immer begleiten. Aber jetzt ist Training auf dem Platz und jetzt ist es natürlich auch Fußball. Also im Alltag versuchen wir uns natürlich auf unseren Job hier zu konzentrieren. Und das macht er jetzt auch mit seinem Trainerteam. Eine letzte Frage zu Markus Anfang. Er ist ja weiter ungeimpft und weiß man nicht, wie sich es im Herbst entwickelt. Sie haben auf der Pressekonferenz erzählt, dass Sie vorbereitet sind, sozusagen, falls Verschärfungen kommen für Ungeimpfte etc. Heißt das im Umkehrschluss, dass Sie dann vielleicht mal auf der Bank sitzen, wenn irgendwie so eine Verschärfung kommt? Das ist ja eine super Schlussfolgerung. Auf der Bank sitze ich ja grundsätzlich immer, aber ihr braucht keine Angst haben, als Cheftrainer werde ich nicht auf der Bank sitzen. Okay. Anderes Thema, Saisonziel. Kann man das sozusagen in einem Wort fassen? Jetzt gehe ich gleich mal so brutal rein und sage Aufstieg, oder wie würden Sie es formulieren? Es ist selbstverständlich. Also wir sind jetzt abgestiegen und das hat uns sehr lange wehtan. Jetzt ist der Punkt, wo wir nach vorne schauen, wo wir die Dinge aufgearbeitet haben, wo wir eine Energie erzeugen wollen und wir wissen, wie schwierig die Liga ist. Aber wir wissen natürlich auch, dass wir grundsätzlich in jedes Spiel gehen und die Spiele gewinnen wollen und den maximalen Erfolg haben. Das ist gar keine Frage, das ist unser Ziel. Ja. Wie sieht es finanziell bei Dynamo Dresden aus? Kann man das irgendwie in Worte fassen? Sie kennen ja auch die anderen Vereine. Wie ist dieses Team oder dieser Verein quasi gebettet im Vergleich zu den anderen Drittligisten? Also wir haben jetzt durch den Abstieg sportlich echt ein schlechtes Jahr hinter uns, ein Ergebnis, wo wir alle nicht zufrieden sind, aber wir haben auch die letzten 2 Jahre wirtschaftlich vernünftig gearbeitet und sind dementsprechend auch gut aufgestellt. Also das ist uns wichtig gewesen, dass wir einfach da vernünftig sind und davon profitieren wir natürlich jetzt auch. Ja. Was man auch noch ansprechen muss,
diese Niederlagenserie, die gab es ja nun in der Rückrunde. Das Team ist 2022 noch ohne Dreier. Es gibt einen großen Umbruch. Wie schätzen Sie das ein? Ist das noch ein Rucksack, den die Mannschaft mitträgt? Oder ist es vielleicht auch ein Vorteil, weil eben doch nicht mehr so viele Spieler dabei sind? Es wird ein bisschen nass. Ja, also ganz weg. Ich meine, es ist klar, wir haben schon noch einige Jungs dabei und das, jeder Fußballer, jeder, der Fußball gespielt hat, der weiß, dass irgendwie der Kopf ganz viel aufmacht. Und wenn du halt lange Wochen und Monate ins Stadion einläufst, daheim vor allem, aber auswärts und spielen, das ist machbar, das ein. Also brauchen wir uns auch nichts vormachen. Und jetzt geht es aber darum, die Dinge, sagen wir mal, positiv anzugehen, jetzt gut zu trainieren, gute Testspiele zu haben und so schnell wie möglich sich wieder Erfolgserlebnisse zu holen, um dann einfach wieder in eine andere Richtung zu gehen. Aber so jetzt zu sagen, wir waren jetzt alle im Urlaub, jetzt ist es vergessen. So einfach ist Fußball nicht. Das macht was mit Spielern und das ist jetzt unsere Aufgabe, vor allem die Aufgabe des Trainerteams, da den Kopf wieder so zurechtzurücken, dass Spiele wieder gewonnen werden. Hat er da einen besonderen Schlüssel, Markus Anfang, weil er einfach, ich sag mal, völlig unbefangen ist mit dieser Situation? Ist das vielleicht auch ein Vorteil? Ja, er hat ja selber Fußball gespielt, ist schon lange Trainer. Also wenn man da gewisse Erfahrungen hat, dann weiß man ja, was in so Köpfen dann manchmal irgendwo vorgeht. Und dann findest du vielleicht dann auch einen guten Schlüssel oder einen guten Draht zu, um die Jungs dann dementsprechend die Lockerheit wieder zurückzugeben. Und da bin ich fest davon überzeugt, das wird er gut hinkriegen. Alles klar, dann sag mal vielen Dank, Ralf Becker, für die Zeit. Und jetzt, was steht jetzt an bei Ihnen ganz konkret? Konkret schaue ich mir jetzt das Training an. Und danach? Danach habe ich noch ein paar Termine. Ein paar Telefonate, alles klar. Ja. Alles vielen klar. Dank für die Zeit. Danke. Dankeschön. Vorsicht. Ciao. Genau. So, das war also Ralf Becker, der Sportchef von Dynamo Dresden. Man hat es so ein bisschen rausgehört bei den Personalien Königsdörfer und da ferner, dass da alles im Prinzip offen ist. Also wenn die Summe stimmt, dann sind die beiden wahrscheinlich weg. Und wir schauen jetzt noch mal ganz kurz rüber auf den Trainingsplatz. Denn die Spieler haben die Intensität erhöht, wird gerade auf einem abgesteckten Spielfeld gekickt. Ball wird versucht, möglichst lange in den Reihen zu halten. Es gibt da zwei Teams. Die einen haben graue Leibchen, die anderen spielen in Schwarz. Da haben wir Flachodimos, der seinen Vertrag verlängert hat. Das haben wir gehört, das ist Königsdörfer, der sofort mit seiner Dynamik glänzt. Das ist ja ein großer Pluspunkt und deshalb ist es ja Dynamo Dresden auch sehr wichtig, ihn zu halten. So, das waren jetzt so ein paar Einblicke hier ins Training, Jörg. Und ich würde sagen, wir begeben uns mal Richtung Haupttribüne und sprechen noch mal mit ein paar Fans. Kommen Sie einfach mit hier durchs Trainingszentrum der SG Dynamo Dresden, an der Messe gelegen. So, da ist unser Noah. Du hast vorhin so schön... Oh, von wem möchtest du denn eine Unterschrift? Von Königsdörfer. Von Königsdörfer. Das ist gut. Dann drück mal die Daumen, dass das klappt. So. Dann komm mal rüber, Jörg. Sehr gut, auch Tino, unser Tonassistent, der kommt mit. Und wir gehen hier einfach mal lang und sehen, dass richtig was los ist. Der Mann im roten T-Shirt, zu dir kommen wir gleich. Das ist Tim Schlegel von der Bild-Zeitung, seit 27 Jahren unser kleiner Experte. Wir reden gleich. Wir wollen erst mal kurz mit den Fans. Bist gleich dabei. Sehr gut. Wir gehen erst mal ein bisschen weiter hier, schleichen uns hinter der Tribüne entlang. So, und sie stehen hier nicht nur direkt am Trainingsplatz, sondern es sitzen auch viele
auf den Tribünen. So, hallo, hallo, danke fürs Durchlassen. Und wir haben uns vorhin schon mal ein paar Interviewgäste ausgesucht, dass es auch gleich klappt. Vorsicht, da sind ein paar Krücken. So, und dann steuern wir als erstes auf den Ralf zu, den erkennen Sie an seinem Dynamo-Hut. So, Grüße an Ralf, jetzt sind wir wie versprochen da. Ralf hat mir erzählt, seit 50 Jahren Dynamo-Fan, ja? Ja, so ist es. Ja, Anfang der 70er Jahre, da durch die Europacup-Spiele, das waren so unsere Highlights. Und die Meisterschaften, die wir damals gewonnen haben, da war Dynamo wirklich eine richtige Macht. Sie haben viele Trainingsstarts, viele Saisonstarts miterlebt. Sie haben bestimmt ein Gefühl. Wie ist das in dieser Saison? Ich sehe das mit gemischten Gefühlen, weil die Kaderzusammensetzung war im letzten Jahr schon nicht so gut. Und jetzt fehlt noch hammerische Qualität, wenn man wirklich wieder hoch will und oben bleiben will. Also Ralf Becker hat gerade gesagt, es ist ja noch nicht alles zu Ende. Es gibt ja noch ein bisschen Zeit in Transferperiode, also da wird schon noch was kommen, meinen Sie nicht? Ja, der Markt so viel wird er nicht hergeben. Alles kostet Geld und Dynamo will ja sparen. Und ohne Geld passiert nichts. Und deswegen haben wir auch im letzten Jahr auch keine guten Stürmer geholt. Das hat uns am Ende den Abstieg gekostet. Wobei ja da Ferner und Königsdörfer sind ja umworben von Zweitligisten. Also ganz so schlecht sind sie, glaube ich, nicht. Ja, aber hinten dran ist nichts gewesen. Das waren die einzigen zwei. Wenn mal 18 Tore beide zusammen, richtig. Wenn einer mal gesperrt war oder mal verletzt war, das hat einfach gefehlt, weil ein Kind da Durchschlagskraft hatte. Das stimmt, 33 Tore hat Dynamo letzte Saison erzielt, das war der drittschlechteste Wert. Stefan Kutschke ist ja zurück an der Elbe, gebürtiger Dresdner. Was trauen Sie dem zu? Ja, es ist auch schon die Jahre gekommen, ne? Muss man auch mal ehrlich sagen. Ich hätte nicht geholt. Alles klar, klare Meinung. Da sage ich erstmal vielen Dank, Ralf und Jürg. Wir gehen mal weiter, noch viel Spaß beim Training und gucken mal, wen wir noch finden. Und da hatten wir uns vorhin schon mit dem Roland verabredet, Namen habe ich mir richtig gemerkt, das liegt am Bart sozusagen, ja. So, erstmal hallo und willkommen, danke, dass Sie sich Zeit nehmen. Roland, Sie folgen ja auch das Training, habe gerade mit einem anderen Fan gesprochen, der hat so gemischte Gefühle. Haben Sie so ein bisschen Euphorie im Bauch? Naja, Euphorie, ich hoffe natürlich, dass wir wieder um den Aufstieg mitspielen, glaube aber selber, dass das ein Jahr dauern wird. Also wir werden schauen, was da für eine Mannschaft zusammengesetzt wird. Wäre gut, noch ein paar vorne Spieler zu halten, wie den Knipping in der Abwehr hinten und dann noch mal ein paar neue Spieler dazu zu ziehen. Wie gesagt, ich denke, spielen ja Aue, Bielefeld auf jeden Fall vorne mit, es wird schwer. Ich glaube, Bielefeld ist in der zweiten Liga sozusagen. Sorry, ich bin jetzt ja. Falsch alles da jetzt, ja. Ja, wie gesagt, sind doch starke Mannschaften, die mitspielen wie um den Aufstieg. Und ich wird schwer. Ich hoffe aber. Großes Thema war ja auch die Verpflichtung von Markus Anfang aufgrund seines Impfskandals. Wie sehen Sie das als Fan? Ist das ein Thema, was für Sie noch eine Rolle spielt? Oder welche Rolle spielt das noch für Sie, das Thema? Ich bin da offen. Jeder hat eine zweite Chance verdient. Und ich sehe seine sportlichen Erfolge im Vordergrund. Ja. Impfthema. Ich glaube, in Dresden eh nicht ganz das Problem. Wir sind da relativ offen hier. Insofern sehe ich da keine Probleme auf meiner Seite. Ja. Sie haben gesagt, seine Erfahrung, er war ja auch damals in Bremen und in Köln mit dem Auftrag angetreten, sozusagen aufzusteigen, weil Sie gesagt haben, Sie glauben noch, es dauert ein Jahr. Also meinen Sie, er hat die Zeit, sage ich mal, ein Jahr die Mannschaft aufzubauen und dann erst im zweiten aufzusteigen? So, Sie kennen das Umfeld ja auch so ein bisschen nach so vielen Jahren Dresden-Fan. Der Druck ist natürlich enorm in Dresden, das ist richtig, aber es wird entscheidend sein, wie schnell eine komplette Mannschaft steht. Also ich glaube, es wird noch bis August, September dauern, bis eine komplette Mannschaft steht und dann wie schnell die eingespielt ist und dann vormitmischen kann. Letzte Frage, Sie kennen ja auch so ein bisschen das Umfeld, sind bei vielen Spielen mit dabei. Dieser Abstieg, der hat ja auch deutschlandweit durch die Tumulte drumherum viel für Aufsehen gesorgt. Wie nehmen Sie das wahr? Ist dieses Thema Abstieg immer noch präsent oder ist da schon so ein richtiger Haken dran? Also für mich ist da noch kein kompletter Haken dran, hat sich aber natürlich für mich angedeutet, wie gesagt. Das war ja auch in dem Relegationsspiel im Stadion. Also irgendwie war die Leistung der Mannschaft dann nicht mehr an dem Limit, was man hofft hatte, wie gesagt. Ja. Alles klar, dann sage ich vielen Dank für die Zeit und eine schöne Zeit mit Dynamo Dresden. So, ich glaube, Jörg, du zeigst mir an, hier oben soll ich nochmal nachfragen? Okay, dann frage ich mal, bei Ihnen, darf ich zu Ihnen kommen?
Ist das okay? Sehr gut. Alles gut. Ich sehe auch Dynamo Dresden T-Shirt, das heißt, Sie sind Fan. Mal so ein bisschen von Ihnen so eine Einschätzung. Was macht das Gefühl? Wie geht die Saison so hin? Wie soll die Saison hingehen? Wir rechnen alle mit einem guten Aufstieg, aber die Mannschaft muss sich finden. Es muss mehr Kondition und es muss auch spielerisch die Klasse gehalten werden, dass man überhaupt in die Lage kommt, um den Aufstieg mitzuspielen. Also das müssen wir jetzt erstmal sehen. Wir haben einen erfahrenen Trainer, der wird das schon machen. Alles klar. Vielen Dank für die Zeit. So Jörg, und wir begeben uns jetzt wieder zurück in unsere kleine Pressezone und holen uns dann den Kollegen von der Bild-Zeitung, Tim Schlegel. Und da wollen wir noch so ein bisschen fachlich eintauchen zu den einzelnen Spielern, zu den Neuzugängen noch mal ein, zwei Sätze sagen. Und deshalb gehe ich einfach mal vor. Vorsicht, es ist eine große Stufe hier runter von der Tribüne. Tino, unser Tonassistent, hilft. Sehr gut. Und dann gehen wir wieder nach vorne, vorbei an den Fans und an den Fotografen. Den Herrn haben wir vorhin schon gesehen. Sehr gut. Und so, Vorsicht, hier sind wieder ein paar Krücken im Weg und dann sind wir auch gleich vorne angekommen. Also Sie sehen, es ist eine sehr entspannte Atmosphäre hier. Ist jetzt nicht die ganz große Euphorie hier. Ist auch klar, beim Trainingsauftakt sind eher lockere Trainingsminuten, die hier absolviert werden. Die Mannschaft macht gerade eine kleine Trinkpause. Kein Wunder bei diesen Temperaturen von 25, 26 Grad. Aber es weht ein ganz ordentlicher, angenehmer Wind, der das nicht so heiß anfühlen lässt alles. So, und da sind wir beim Kollegen Tim Schlegel von der Bild. So, jetzt bist du dran. Ich grüße dich nochmal, Tim. Hallihallo. Jörg, wollen wir hier bleiben oder wollen wir vielleicht auf unsere Position gehen? Dann können wir nebenbei noch ein bisschen hier bleiben. Alles klar. Aber dann sehen wir nicht so richtig das Training, oder? Ja, wir gehen mal vor, Tim, wenn es okay ist für dich. Machen auf diese kleine Presseposition. Also, wir haben schon drüber geredet. Du arbeitest bei der Bild-Zeitung, bist seit 1995 zuständig für Dynamo Dresden, nie einen anderen Verein sozusagen unter die Lupe genommen. Warte mal kurz. So, einmal durchbeugen und vielleicht können wir hier, warte kurz, unseren Kameramann so, alle rein, einfach reinlassen. Tino und auch Knut nicht zu vergessen, der Mann für die Live-View. Sonst würden Sie zu Hause nichts sehen. Jetzt muss ich das hier mal dran knobeln. Ich glaube, das lasse ich erstmal so. Alles klar. So, Tim, wo stellen wir uns hin? Hier ist da eigentlich ganz gut. Oder Jörg? Zumindest die Sonne im Rücken. Ja, ist immer gut. Sehr gut, sehr gut. Ich habe gerade so ein bisschen mit den Fans gesprochen. Es sind so gemischte Gefühle, so eine Riesen-Euphorie ist nicht da. Es wird viel so spekuliert, dass noch namenhafte Transfers kommen sollten, vor allem im Sturm. Wie schätzt du das ein? Ist der Sturm so die große Baustelle bei Dynamo, obwohl ja eigentlich da Ferner und Königsdörfer ja noch Vertrag haben? Das ist das Spannendste und vielleicht wahrscheinlich auch die am ehesten lösbare Personalie. Was passiert mit den beiden? Ist ja nun relativ klar kolportiert worden, dass es da ziemlich viel Interesse gibt, was da Ferner betrifft von Nürnberg. Und bei Königsdörfer ist es der HSV. Aber ich habe zumindest so weit jetzt das deuten können, dass sicherlich auch Ralf Becker vorhin das bei euch im Interview gesagt hat, er wird hier das Tafelsilber nicht verschärfen. Genau. Mhm. Und das halte ich auch für absolut legitim. Die Spieler haben hier Drittliga-Verträge, man sieht es, sonst wären die heute auch nicht da. Was ich bis jetzt gesehen habe, haben die beiden ordentliche Dinge gemacht, also die ziehen mit. Auch das finde ich wichtig und professionell. Und ob dann am Ende die Summe bei rauskommt, die sich Dynamo vorstellt, oder halt nicht, wird man sicherlich in den nächsten Tagen sehen. Ich bin selber gespannt. Thema war ja auch die Durchschlagskraft. Also das sind ja nicht nur immer Stürmer, die am Ende Dinge reindrücken, sondern es braucht ja auch Offensivleute auf den Außenbahnen, die so ein bisschen beschleunigen. Einer ist Flachodimos, der hat jetzt verlängert. Wie siehst du diese Entscheidung? Die finde ich richtig gut. Hat man auch sofort in den sozialen Netzwerken lesen können, dass also die Fans begeistert waren von dieser Entscheidung. Der Junge hat ja nur ein bisschen Pech gehabt und in der letzten Saison ist lange ausgefallen. Aber die paar Spiele, die er dann am Ende noch machen konnte, da hat man schon gesehen, da geht richtig die Post ab. Ich erinnere mich an die Vorbereitung zum Ausgleichstor in Karlsruhe. Da hat man schon gesehen, was das was da in ihm steckt eigentlich auch. Und ich verspreche mir von ihm relativ viel. Ich hätte mir vielleicht gewünscht, dass auf der anderen Seite Moritz Schröder bleibt. Ich denke, das hätte Dynamo, der ist nach Rostock gegangen. Nach Rostock gewechselt ist, genau das denke ich, hätte Dynamo schon gut zu Gesicht gestanden. Aber okay, wir reden jetzt hier über den ersten Trainingstag und das Transferfenster ist ja nur noch auf bis Ende August. Also da wird sicherlich was einiges passieren, was du vorhin auch gesagt hast. Und ich rechne fest damit, dass der eine oder andere namhafte Spieler dann wirklich auch noch dabei ist. Lass uns mal vielleicht so ein bisschen reindrehen, dass wir dich immer von vorne sehen, lieber Tim. Genau.
Was ja auch ganz spannend ist in dieser Saison, ist diese Spielzeit. Es gibt ja die WM in Katar. Das führt dazu, dass im November schon, Mitte November, der Winter quasi beginnt, also die Winterpause. Und dann gibt es eine relativ vollgepackte Rückrunde. Wie schätzt du da Dynamo Dresden ein? Behalten die sich noch so ein bisschen Reserven, um vielleicht im Winter nochmal nachzulegen, wenn es doch nicht so läuft? Es ist sicherlich nicht ausgeschlossen, wobei die Erfahrung lehrt, dass in der Winterpause es immer schwierig ist, wirklich schlagkräftige Verstärkung zu kriegen, weil das dann doch alles eher so ein bisschen zwischen Tür und Angel geschieht. Ich denke schon, dass sie versuchen werden, vielleicht nicht in den nächsten 2 oder 3 Wochen und vielleicht auch noch nicht mit Saisonbeginn, aber zumindest bis Ende August schon im Groben, vielleicht bis auf eine Ausnahme, dann ihre Mannschaft zusammen zu haben. Natürlich, wenn du merkst, dass in der Hinrunde irgendwas überhaupt nicht funktioniert, klar, da muss man auch in der Winterpause drüber überlegen, nachzujustieren. Aber ich denke, das Gros der Mannschaft wird Ende August spätestens feststehen. Ja. Stichwort Nachwuchs, das ist vielleicht auch so ein Thema. Also es gibt ja keine zweite Mannschaft bei Dynamo Dresden. Es gibt die A-Union und die B-Union, die haben sozusagen die Bundesliga im Rücken, die haben die Klasse gehalten. Da ist der Sprung jetzt nicht mehr ganz so groß von den A-Junioren in die dritte Liga, als es noch in die zweite Liga war. Siehst du da potenzielle Spieler, die das vielleicht in Angriff nehmen könnten, diesen Sprung? Naja, es gibt ja jetzt 5 Nachwuchsspieler, die jetzt schon hier erstmal mit dabei sind. Ich glaube, 4 haben sogar ihren ersten Profivertrag erhalten. Ich halte es für ganz, ganz wichtig, dass A- und B-Junioren die Bundesliga gehalten haben, weil da hast du natürlich schon erstmal ein gewisses technisches Know-how, sage ich mal, auch vom spielerischen Potenzial. Der Übergang wird schwer bleiben und ich habe auch gehört, dass es sicherlich der eine oder andere ein bisschen traurig darüber ist, dass es eben diese zweite Mannschaft nicht mehr gibt. Man überlegt das ja mit Freundschaftsspielen, da gab es mal so eine Bezeichnung Future Team, das da zwischendurch immer mal spielt, dass man diese Lücke füllt, weil es wird auch in der dritten Liga sehr, sehr schwierig sein für A-Jugendliche sofort Fuß zu fassen und die brauchen Spielpraxis ganz einfach. Deswegen denke ich, dass am ehesten übers Training natürlich, aber eben auch über so ein paar Freundschaftsspiele und ja, wer am Ende sich in der dritten Liga oder im Profifußball behaupten will, der muss das dann schon mal in den nächsten Wochen und Monaten zeigen. Lass uns noch ganz kurz, wenn du Zeit hast, über die Neuzugänge reden. Sven Müller hatte ich angesprochen, liebe Zuschauer, den Neuzugang vom Halleschen FC, habe ich Ihnen einiges erzählt, ausgebildet bei dem 1. FC Köln. Da kennt Markus Anfang aus der gemeinsamen Zeit dort. Und zweiter Mann im Tor ist Triljatscha, kommt von der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund. Offiziell sagt man natürlich, der Konkurrenzkampf ist offen. Wie schätzt du das ein? Ich sehe es genauso. Wir konnten ja mit Markus Anfang mal ganz kurz plaudern darüber. Und er hat auch klipp und klar gesagt, hier gilt das Leistungsprinzip. Es wird der im Tor stehen, der die bessere Leistung bringt. Da wird sicherlich die Crew um den Torwarttrainer in Wörtchen mitreden. Aber ich finde es gut, dass man nicht von vornherein sagt, hier die Nummer 1 ist klar vergeben, sondern dass man sich gegenseitig pusht, weil die Lücke, die Kevin Broll, da müssen wir uns nichts vormachen, hinterlässt, die ist schon relativ groß. Und ich hoffe, dass dann einer der beiden die irgendwann auch mal schließen kann. Claudio Kammerknecht, gekommen von der zweiten Mannschaft des SC Freiburg, hat einen Vertrag bekommen bis 2026, das ist erstmal eine Ansage. 4 Jahre, war dort in Freiburg auch zeitweise Kapitän, Führungsspieler. Wie schätzt du seine Rolle ein, auch in Anbetracht oder in Bezug auf Tim Knipping, den aktuellen Kapitän, der auch Innenverteidiger ist? Also da bin ich selber sehr gespannt. Ich erhoffe mir einiges von ihm, weil er zum einen zwar noch sehr jung ist, zum anderen aber eben, wie du es gerade gesagt hast, ja auch schon eine gewisse Profi-Erfahrung hat. Freiburg hat ja eine ganz ordentliche Saison gespielt in der dritten Liga. Der kennt also auch die Umstände und die Liga, ist ein großer Typ. Ich gehe mal davon aus, wer in Freiburg ausgebildet wurde, der kann auch ein bisschen Fußball spielen. Also das scheint mir auf den ersten Blick eine Neuverpflichtung zu sein, die tatsächlich sehr vernünftig klingt. Ob sich das dann natürlich so umsetzen lässt, das werden wir in den nächsten Wochen hier natürlich auch sehen. Jonathan Meyer, der ist wieder zurück, ist ja aufgestiegen 2020, 2021 mit Dynamo, war von Mainz letzte Saison an Rostock ausgeliehen, hat da 13, 14, 15 Spiele gemacht. Ist das einer, der die Mannschaft verstärken kann? Ich bin mir sogar relativ sicher, wenn er das, was er vor 2 Jahren hier in Dresden gezeigt hat, wieder abruft, dann ist es definitiv eine Verstärkung. Ich weiß noch, dass es nicht wenige gab, die ihn auch in der zweiten Liga gewünscht hätten. Das hat im vergangenen Jahr nicht geklappt. Aber für mich ist das so ein klassisch moderner Außenverteidiger, der also auch unheimlich viel Bewegung und auch Schnelligkeit auch im Spiel nach vorn mitbringt. Ich denke doch, dass das ein sehr guter Schachzug war, ihn jetzt hier erstmal fest zu verpflichten. So, wer sich jetzt zuschaltet, also das ist Tim Schlegel von der Bild-Zeitung. Wir plaudern gerade so ein bisschen über die Neuzugänge. Jan Scherbakowski, da habe ich ja vorhin schon was gesagt, den kenne ich noch, komme ja aus Halle vom Halleschen FC. Schneller, dribbelstarker, wendiger Spieler, der sich in den letzten Jahren sehr gut entwickelt hat, torgefährlich ist, einen guten Abschluss hat, hat viele Weitschusstore erzielt. Der wird Dynamo sicherlich verstärken. Und dann gibt es noch einen Namen, der hier so ein bisschen, ja auch so ein bisschen zwiespältig aufgenommen wird. Kutschke, gebürtiger Dresdner. Die einen sagen, den hätte ich nicht geholt, der hat seinen Zenit überschritten. Die anderen sagen, Mensch, schön, dass er da ist.
Ich gehöre eher so zu der letzteren Fraktion, auch aus dem Grund, dass er natürlich unheimlich emotional als Fußballer agiert. Der kann eine Mannschaft mitreißen, der kann sie pushen. Der kennt sich natürlich in Dresden aus, der war hier ja schon sehr, sehr erfolgreich. Und er verkörpert das, was in der Abstiegssaison leider ein bisschen gefehlt hat, nämlich genau diese Erfahrung. Ja, Dynamo hat ja gedacht, wir werden es vor allem mit jungen Spielern schaffen, die weiterzuentwickeln. Diese Möglichkeit hat ja nicht ganz so funktioniert. Letzten Endes hat man auch gesehen, dass der Druck dann für den einen oder anderen jungen Spieler dann ein bisschen zu groß wird, gerade wenn du halt die Erfolgserlebnisse nicht hast. Und deswegen hat man gesagt, wir werden jetzt versuchen, mehr erfahrene Spieler zu holen. Und da ist Stefan Kutschke zweifellos definitiv einer, der weiß, wo das Runde ins Eckige muss. Und auch mit 33 weiß er noch, wie man Tore schießt, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, ein Punkt, der auch wieder angesprochen wird, ist diese Negativserie in puncto Pflichtspiele, dritte Liga bzw. zweite Liga. Da gab es gar keinen Sieg im Jahr 2022. Ralf Becker sagte uns, das ist schon noch ein kleiner Rucksack, den die Mannschaft mitträgt. Wie siehst du das vom Umfeld her? Also ist die Fangemeinde von Dynamo, ich sag mal, noch ein bisschen tolerant? Hat die noch ein bisschen Kredit sozusagen oder wollen die relativ schnell Erfolge sehen? Na gut, also wer sich ein bisschen mit Dynamo Dresden beschäftigt, und das mache ich tatsächlich seit ein paar Jahren, der weiß, dass Geduld und Dynamo Dresden ist schwierig. Also dieses Konglomerat passt in der Regel nicht so richtig zusammen. Sehr wohl sind die Fans natürlich auch ein kleines bisschen, ich will nicht sagen demütig, aber geworden. Aber vielleicht erwarten sie jetzt nicht sofort diese Leistungsexplosion. Die werden sicherlich hoffen und wünschen, dass es relativ schnell funktioniert. Aber Markus Anfers selber hat ja schon gesagt, auch aus der Erfahrung gesprochen, die er zum Beispiel in Kiel erlebt hat, das wird eine Weile dauern und das geht nicht von heute auf morgen. Und da braucht man eine Zeit, um so ein bisschen das zu formen, was ich will. Und ich wünsche es einfach den Fans, dass es schnell geht. Und ich hoffe andererseits, dass da auch ein bisschen Geduld da ist, weil das muss man einfach nach so einem Neuaufbau haben. Noch ein Wort zu Markus Anfang, der hat ja viel polarisiert, haben auch schon viel darüber diskutiert, aufgrund des gefälschten Impfpasses. Ralf Becker hat das ja auch thematisiert, dass da viel und lange vor allem überlegt wurde, aber jetzt hat man sich eben entschieden. Wie viel Kredit hat der bei den Fans? Also da staune ich selber offensichtlich mehr als seine Vorgänger, die zuletzt hier am Werke gewesen sind. Man kann das ja immer in den sozialen Netzwerken ganz gut verfolgen. Und obwohl man ja gedacht hätte, dass das hier ein Riesenaufruhr ist, war es auch aber fast im positiven Sinne. Also ich würde mal sagen, 80-90% aller Posts, die ich da lesen konnte, waren eher positiv. So nach dem Motto, willkommen bei uns und lass es uns angehen. Also ich glaube, dass die Voraussetzungen von den Fans her für Markus Anfang gar nicht so schlecht sind. Und ich bin eigentlich relativ guter Dinge, dass das eine Win-Win-Situation wird. Markus Anfang hat die Chance, hier in Dresden wieder im Profifußball Fuß zu fassen. Und auf der anderen Seite muss man so ehrlich sein, ein Mann seines Kalibers, hätte es diesen Impfpassvorfall nicht gegeben, den hätte man wahrscheinlich bei Dynamo hier nie zu Gesicht bekommen als Trainer. Von daher verspreche ich mir da eigentlich auch relativ viel. Letzte Frage, Tim. 27 Jahre Erfahrung mit Dynamo Dresden. Klappt es für den Aufstieg? Ja oder nein? Also wenn ich mir es wünsche... Ja oder nein? Ja, dann lege ich mich mal fest, es klappt. Sehr gut, dann sage ich vielen Dank für die Zeit, dass du so spontan hierher gekommen bist. Dann weiter schönes Training beobachten. Liebe Zuschauer, wir schauen auch mal. Danke erstmal, Tim. Ja, die Mannschaft steht erstmal, bekommt da ein paar Anweisungen, wird gleich noch eine kleine Spielform geben, so wie es aussieht. Und das Ganze zieht sich jetzt noch ein bisschen. Ich kann Ihnen sagen, wie es die nächsten Tage weitergeht bei Dynamo Dresden. Am Samstag wird die Profimannschaft an der Mitgliederversammlung teilnehmen. Dann gibt es am Montag das erste Testspiel der SG Dynamo Dresden. Alles hier in der Region. Ich soll ein bisschen rübergehen, oder? Das erste Testspiel in der Region. Und zwar geht es gegen den Zuger SV. Gespielt wird in Großschirma am Montag, vier Tage später, dann am Freitag geht es zum Testkick ins Vogtland. Dort gastiert Dynamo Dresden beim Regionalliga-Absteiger beim VfB Auerbach. Trainiert ja von einem Ex-Dresdner, von Sven Köhler. Jetzt ist die Kamera wieder eingerastet. Und deshalb haben wir wieder ein stabiles Bild. Und am 27. Juni, das ist also dann der Montag, in 10 Tagen... In 11 Tagen ist es, da geht es dann für Dynamo Dresden ins Trainingslager. Die letzten beiden Jahre war man ja in Thüringen, in Heilbad Heiligenstadt. Und in diesem Jahr geht es nach Österreich, nach Bad Hering.
Das ist unweit der deutschen Grenze in der Nähe von Kufstein. Da wird die Mannschaft also ein einwöchiges Trainingslager absolvieren. Dann wird es noch ein paar Testspiele geben und dann geht es dann Mitte Juli los. Beziehungsweise am 23. Juli, wenn ich mich recht entsinne, mit der Drittligasaison. Wir sagen jetzt erstmal vielen Dank für Ihr Interesse. Wir werden jetzt noch ein paar Bilder drehen. Es wird nachher noch ein paar Interviews geben mit Markus Anfang und einigen Spielern. Und das alles, das können Sie dann verfolgen auf mdr.de oder in der Sport im Osten App. Da werden wir die Videos mit dem Trainer und mit den Spielern nochmal rausklicken. Da können Sie sich auch nochmal den Livestream anschauen. Und eine Zusammenfassung der Partien, die gibt es dann, nicht der Partien, sondern dieses ersten Trainingstages, die gibt es dann heute Abend im Sachsenspiegel ab 19 Uhr im MDR Fernsehen und ab 19.30 Uhr dann auch bei MDR aktuell. Vielen Dank, schön, dass Sie dabei waren und bis bald.